Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Hundeschule Stadtfälle. Wir werden uns heute mal mit Halsbändern, Leinen und Geschirren auseinandersetzen und ich habe gedacht, wo könnte ich das besser machen als in der Hundetagesstätte? Wie ihr seht, hier bringt jeder sein eigenes Zeug mit, jeder hat andere Sachen dabei und ich werde gleich einfach mal reingreifen und ein bisschen was zu den Themen und zu den Dingen sagen, die mir dazu einfallen. Wir werden das ein bisschen strukturieren. Das heißt, wir gehen erstmal auf Geschirre, dann auf Halsbänder und dann auf Leinen ein. Wichtig ist hier eine Sache. Natürlich ist das sehr, sehr situativ. Jedes von diesen Gadgets hat seinen Nutzen, aber halt in einer anderen Situation. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie Schuhe. Fußballschuhe sind natürlich sinnvolle Schuhe, wenn ihr Fußball spielen wollt. Genauso wie Gummistiefel, wenn es regnet, oder Schwimmflossen, wenn ihr schwimmen gehen wollt. Andersrum passt das nicht. Mit Schwimmflossen spielt sich sehr schlecht Fußball. Es gibt also hier einige Dinge, zu denen ich ein bisschen was sagen werde, die vielleicht für euch in eurem Alltag doch ihren Sinn ergeben. Aber ich möchte das ein bisschen auf das Allgemeine beziehen. Ich möchte also sagen, welche Dinge fallen mir dazu ein, was finde ich gut, was finde ich schlecht und in welchen Situationen halte ich das für ungeeignet. Lasst uns einfach mal anfangen mit Geschirren. Beim Thema Geschirr wollen wir erstmal die größte Diskussion aufgreifen. Es gibt unterschiedlichste Bauweisen, aber insgesamt gibt es zwei Hauptvarianten, zwei Lager, zwei Hauptgeschirrarten. Es gibt einmal die Y-Geschirre, die über den Brustkorb einen gerade nach oben verlaufenden Steg haben. Dort verteilt sich das dann über einen Ring oder wie auch immer. Und dann geht es seitlich am Hals eures Hundes vorbei über die Schultern. Das sind die sogenannten Y-Geschirre. Davon haben wir einige hier, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. Es gibt aber noch die sogenannten Norweger-Geschirre. Ein Norweger-Geschirr, klassischerweise zum Beispiel eines von Julius K9, zeichnet sich dadurch aus, dass es keinen über den Brustkorb verlaufenden Steg hat, sondern es geht einfach nur ein Quersteg vor den Schultern entlang. Und diese Geschirre sind ganz schön, ganz nützlich, ganz praktisch, man kann Aufkleber drauf machen, aber für die Bewegungsfreiheit eurer Hunde nicht so gut geeignet. Denn immer wieder haben sie etwas vor der Schulter und können sich einfach nicht so gut und nicht so frei bewegen. Dort kann es tatsächlich auch zu Problemen kommen. Es gibt ganz viele Studien, es gibt natürlich auch Studien pro und contra und die einen sagen, dies ist besser, die anderen sagen, das ist besser. Aber es gibt ganz viele Studien, die aufzeigen, dass Norweger Geschirre für die Bewegung eurer Hunde ein Problem sein können. So kann es zum Beispiel dazu führen, dass euer Hund sich nicht so frei bewegen kann, dass er eingeschränkt ist. Das kann dann wieder zu Fehlhaltungen führen und so weiter und so fort. Ich persönlich empfehle meinen Kunden immer möglichst Y-Geschirre in irgendeiner Variante zu nehmen und nicht diese Norweger-Geschirre. Ich habe auch ein Julius K9-Geschirr für Hunde, die gar nicht an der Leine ziehen, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber gerade Hunde, die noch an der Leine ziehen, sind im Y-Geschirr besser aufgehoben. Es gibt noch eine Sonderform der Geschirre und das sind die sogenannten Sicherheitsgeschirre. Davon haben wir heute keins hier, aber ich zeige euch ein Bild. Die zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur einen Bauchgurt haben, sondern zwei oder sogar drei. Für ängstliche Hunde, Hunde, die aus dem Auslandstierschutz kommen, die sehr schreckhaft sind, die sehr unvorteilhaft körperlich gebaut sind und aus normalen, handelsüblichen Geschirren rauskommen, empfehle ich tatsächlich solche Sicherheitsgeschirre. Ihr findet am Ende in der Videobeschreibung übrigens einen Link zu ein paar guten Geschirranbietern, wo ihr auch Geschirre nach Maß findet. Jetzt lasst uns einfach mal hier reingreifen. Wir fangen einfach mal an. Ich sehe hier schon ganz viele Geschirre liegen. Wir fangen einfach mal hier an. Das sieht man ganz gut. Stinknormales rotes Geschirr. Das ist so ein klassisches Y-Geschirr. Ich klappe das mal zusammen, dann sieht man das ein bisschen besser. Das ist so ein klassisches Y-Geschirr. Hier auch von einer sehr gut verarbeiteten Marke, NIX. Und hier seht ihr, da wo mein Arm durchkommt, da, das machen wir gerade ab, darum geht es gerade nicht, da würde der Kopf des Hundes drinstecken. Und hier rechts und links dran vorbei gehen die Beine. NIX sind gute Geschirre, die sind gut verarbeitet, die haben gutes Preis-Leistungsniveau und das Y-Geschirr bringt noch den Vorteil, dass ich es relativ lang verstellen kann. Gerade bei Welpen oder sehr jungen Hunden, die noch viel wachsen, würde ich euch immer zu so einem Geschirr raten, weil das wächst lange mit. Es gibt Y-Geschirre, die können das nicht. Dieses hier zum Beispiel. Auch das ist eine Art eines
Y-Geschirrs. Hier kommt der Hund hier vorne rein. Hier rechts und links dran gehen die Beine vorbei. Aber ihr seht, hier kann ich nichts verstellen. Dieses Geschirr ist nur dann sinnvoll, wenn euer Hund nicht mehr wächst. Für Hunde, die noch im Wachstum sind, für Welpen ist das nichts. Das könnt ihr nach ein paar Wochen einfach wieder weggeben, weitergeben. Und dann lohnt sich dann einfach die Anschaffung nicht. Diese Geschirre haben für mich noch einen weiteren Nachteil. Wenn wir das mal vergleichen, wieder mit diesem Geschirr, zack, dann kann ich das an mehreren Stellen aufmachen, meinem Hund das über den Kopf stülpen und dann in aller Ruhe zumachen. Das heißt, ich habe hier viel mehr Möglichkeiten, meinem Hund das passend anzuziehen. Und gerade für Hunde, die nicht stillhalten, ist das ein bisschen einfacher. Obwohl das schon nervig sein kann. Aber bei dieser Art der Geschirre habe ich das Problem, dass mein Hund mehr oder weniger mit den Beinen durch die Löcher steigen muss. Und das kann es mir echt schwer machen, die Dinger anzuziehen. Im Prinzip sind die aber ganz angenehm. Die sind recht dünn, die sind atmungsaktiv. Für ausgewachsene Hunde, die ruhig sind, denen ich das gut anziehen kann, ist das in Ordnung. Schauen wir uns mal ein paar weitere Varianten der Y-Geschirre an. Wir haben hier zum Beispiel ein weiteres NEX in einer deutlich größeren Größe. Ihr seht auch hier, die sind gut gepolstert, lange verstellbar. Sehr, sehr angenehme Geschirre. Die sind auch sehr weit verbreitet. Hier zum Beispiel haben wir ein etwas anderes Y-Geschirr. Das ist so die günstigste Variante. Ich sage mal die Variante Fressnapf. Die findet ihr in den großen Hunde-Zubehörläden. Zuhauf in verschiedenen Varianten, in verschiedenen Farben und Formen. Hier seht ihr, das ist ein bisschen günstiger gemacht, da ist keine große Polsterung dran. Insgesamt für den Start ist das okay, würde ich aber sagen, ist jetzt nicht so hochwertig. Wobei das schon ein gutes ist. Wenn ihr euch zwischen verschiedenen Geschirren entscheiden müsst, dann würde ich euch immer raten, auf Folgendes zu achten. Und zwar achtet bitte bei den Geschirren darauf, dass sie nicht nur von den Stoffen vernünftig verarbeitet sind, sondern vor allem an den Punkten, wo sie auf und zu gehen sollen. Je kleiner euer Hund ist, je kleiner das Geschirr ist, desto weicher, desto leichter, desto kleiner sind die Schnallen. Und da kann es oft passieren, dass die aufgehen. Da werden wir bei den Halsbändern ein paar mehr Beispiele finden. Achtet also darauf, dass ihr hier eine wirklich stabile Clipsverbindung habt. Von mir aus auch aus Metall, das gibt es nämlich auch. Die meisten haben aber Plastikverbindungen. Hier bei dem Geschirr von Wolters ist das wirklich schon hochwertig. Aber ganz kleine Geschirre neigen dazu sehr, sehr, ja, leichte, kleine und mitunter minderwertige Klipse dran zu haben. Hier haben wir jetzt ein etwas anderes Y-Geschirr. Auch das, Moment, jetzt muss ich erstmal hier zippi zappi zappi, Clips. Das ist so eine Mischung aus den beiden Geschirren, die ich euch gerade gezeigt habe, aus dem Stoffgeschirr und dem verstellbaren Geschirr. Das hat hier unten ein Stoffteil, hier oben kommt der Kopf durch, rechts und links kommen die Beine des Hundes. Diese Geschirre kann man auch noch einstellen und anpassen, deutlich weiter sogar als dieses hier, das ist ja gar nicht anpassbar, das wäre auch ein Beispiel für ein Y-Geschirr, das so wie es aussieht, ganz in Ordnung ist. Es hat stabile Plastikverbindung, naja, es hat hier oben Metallverbindung und es ist verstellbar. Das ist ein, ja, das ist ein Geschirr, das in Ordnung ist. Ne? Wenn man diese breiteren Auflageflächen haben möchte, ist das vollkommen in Ordnung. Das soll zum Thema Y-Geschirre reichen. Ein Y-Geschirr kann ich theoretisch überall benutzen. Egal, ob ich an der Leinenführigkeit trainiere, ob ich Freizeitmodus mit meinem Hund habe oder. Jetzt habe ich das meiner Meinung nach schlechteste Geschirr mir rausgesucht, das ich hier gefunden habe. Wir haben nämlich doch ein Norweger Geschirr da. Und das ist nicht nur ein Norweger Geschirr, das ist leider Gottes auch sehr, sehr fragil und sehr, ja, billig gemacht. Das ist jetzt keine Kritik an dem, ich weiß nicht mal, welchem Hund das gehört, aber ihr seht, der Hund kommt hier mit dem Kopf durch, warte, ich halte das mal fest, hier mit dem Kopf durch und das hier sitzt vor seiner Schulter. Hier vorne kommen die Beine durch, hier ist der Bauch. Das schränkt den Hund hier in der Bewegungsfreiheit sehr stark ein. Also nicht nur ist es ein Norweger Geschirr, es ist auch noch leider Gottes das Geschirr, das ich jetzt hier gefunden habe, mit dem fragilsten Clips. Das ist so dünn und so fragil. Dem ganzen Ding würde ich nicht vertrauen. Natürlich hängt hier auch kein Rottweiler oder Bernardiner drin, sondern irgendwas Kleines, aber das ist schon so, das ist das Größe M, da wird schon so die Größe Beagle drin sein, ne, ein bisschen kleiner vielleicht. Aber das, finde ich, tatsächlich ist jetzt hier das schwächste Geschirr. Wenn ihr mit eurem Hund Sport machen wollt, dann gibt es viele verschiedene Sportarten, die ihr natürlich auch im Geschirr machen könnt, aber es gibt auch Sportarten, die ihr explizit im Geschirr machen solltet, wie zum Beispiel Zughundesportarten, wie Mantrailen, wie Bikejuring und was es da nicht alles gibt. Immer dann, wenn das Ziel ist, dass euer Hund
im Geschirr wirklich arbeitet und zieht, dann sind die Y-Geschirre im Prinzip in Ordnung als Einstieg, aber wenn ihr das ernsthaft machen wollt, solltet ihr euch ein vernünftiges Geschirr holen. Das ist jetzt nicht despektierlich oder schlecht machend gemeint. NEX hat eine gute Qualität, aber das hier ist ein Turnschuh. Klar kann ich in Turnschuhen Fußball spielen und Marathon laufen, aber wenn ich viel Marathon laufen wollen würde, würde ich mir Jogging-Schuhe holen. Oder aber Fußballschuhe zum Fußballspielen. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. In der Videobeschreibung findet ihr ein paar Links zu wirklich guten Herstellern, die euch Geschirre nach Maß herstellen, die auch ganz bestimmte Zughundegeschirre herstellen können. Und diese Geschirre zeichnen sich dadurch aus, dass sie hinter dem letzten Bauchgurt noch eine Verlängerung haben, in der ich die Leine befestigen kann. Und verschiedene Varianten gibt es da. Aber wir zeigen euch mal beispielhaft ein Bild ein. Lasst uns jetzt einfach mal auf Halsbänder zu sprechen kommen. Hier haben wir jetzt ganz viele verschiedene, vom Lederhalsband über Stoff, über Biotane, über Schlupf, über... Wir haben ganz viel da. Kommen wir mal auf das klassische Lederhalsband. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Ich persönlich mag die sehr, sehr gerne. Die sind sehr hübsch, haben aber auch ein paar Vor- und Nachteile. Einmal, das ist natürlich für einen großen Hund, aber das ist ein sehr breites Lederhalsband. Stabil sind die, die machen viel mit. Ich kann die aber, wenn mein Hund im Wachstum ist, leider nicht so gut einstellen. Denn ich kann halt immer nur von einem Loch zum nächsten verstellen und dazwischen habe ich einfach keine Möglichkeit, das passend zu machen. Das heißt, Halsbänder mit einer Gürtelschnalle, wie zum Beispiel diese Lederhalsbänder hier oder, ich hatte eben noch eins gesehen, oder dieses Lederhalsband, gleiches Spiel, nur ein bisschen kleiner, sind nicht so gut verstellbar. Die eignen sich auch im Wachstum eher bedingt. Gerade dann, wenn ich einen jungen Hund habe oder einen ängstlichen Hund habe, kann ich die nicht empfehlen. Da ist es einfach sehr schwer, das passend einzustellen. Natürlich kann man da mit einer Lochzange einfach neue Löcher reinmachen, aber das würde ich wirklich nur empfehlen, wenn euer Hund schon ausgewachsen ist. Lederhalsbänder an sich finde ich sehr gut, es geht aber um die Schnalle. Die kann ich nur empfehlen, wenn der Hund ausgewachsen ist. Wollen wir hier mal drauf schauen, wir nehmen mal das hier exemplarisch raus. Das ist ein Halsband, das ich überhaupt gar nicht verstellen kann. Das wird wahrscheinlich auch eine Maßanfertigung sein. Das ist jetzt aus Biotane, ist leicht zu reinigen, geht nicht kaputt. Wenn es nass wird, passiert da nichts. Ist auch gerade falsch rum, sehe ich. Und es ist insofern von der Verarbeitung ein gutes. Ich könnte hier auch, das gibt es auch, Biotane-Halsbänder mit diesen ganz normalen Gürtelschnallen antreffen. Auch das gibt es. Aber Biotane vom Material ist sehr angenehm. Das hier ist eine Maßanfertigung. Das lohnt sich auch nur, wenn euer Hund ausgewachsen ist, weil das kann ich wirklich gar nicht verstellen. So, ich habe jetzt mal drei Stoffhalsbänder rausgepickt. Auch zu denen will ich was sagen. Das ist jetzt ein großes, stabiles, leicht gepolstert. Da ist jetzt auch noch der Name des Hundes drauf. Wichtig ist mir hier, wenn ihr solche Stoffhalsbänder nutzt, gerade wenn ihr die günstigeren Varianten für kleine Hunde nutzt, wenn die noch jung sind, achtet auch hier darauf, dass wie bei den Geschirren auch die Schnallen vernünftig sind. Lieber ein Stoffhalsband mit einer Metallschnalle, weil die geht mit Sicherheit nicht auf, es sei denn, da drückt einer drauf. Bei den großen Halsbändern ist das alles gar nicht so tragisch. Bei kleinen Halsbändern kann es da zu großen Qualitätsunterschieden kommen. Ihr seht, die sind, ja, sogar genau gleich breit, genau gleich groß. Der Unterschied ist, das eine ist mit Plastik, das andere ist mit Metall. Und obwohl das hier schon eine etwas bessere Plastikverbindung ist, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass das kaputt geht, als das hier. Investiert bei kleinen Halsbändern lieber 5 Euro mehr in Metallverbindungen. Diese Halsbänder kann man sehr, sehr gut verstellen. Die wachsen sehr, sehr lange mit, haben aber das Problem, dass sie sich oftmals leicht verstellen. Das heißt, wenn euer Hund sich viel bewegt, wenn er viel spielt, wenn da mal dran gezogen wird, dann kann das einfach passieren, dass die über die Zeit sich auch mal lockern. Wenn ihr das verhindern wollt, könnt ihr hier einfach entweder mit Klebstoff arbeiten, das zusammennähen oder noch viel leichter, weil das ist viel besser wieder anzupassen, nehmt einfach einen kleinen Kabelbinder, den ihr rechts und links um dieses Ding drumherum macht, dann kann das nicht mehr verrutschen. Und wenn ihr es dann anpassen müsst, Kabelbinder weg, neu verstellen, neue Kabelbinder dran, fertig. Jetzt hatten wir schon Lederhalsbänder mit Gürtelschnalle, wir hatten Biotane-Halsbänder, teilweise auch welche, die nicht verstellbar sind. Wir hatten verstellbare Stoffhalsbänder, es gibt aber noch sogenannte Schlupfhalsbänder. Hier gibt es die auch in verschiedenen Varianten, die sind für den Alltag super angenehm, die sind aber nichts für ängstliche Hunde, Hunde im Wachstum und Hunde, die noch nicht so gut an der Leine gehen können. Das hier ist einfach sehr, sehr angenehm für den Alltag für später.
Hier, das ist zum Beispiel ein selbstgemachtes, einfach aus Kordel mit Knoten verschiedenen. Da kann man die Leine jeweils reinmachen. Das ist jetzt einfach unverstellbar, ne? Das ist nur minimal, kann ich das verstellen. Selbstgemacht, hat wahrscheinlich 1,50 € gekostet. Es gibt aber auch welche, die ihr kaufen könnt, die dann deutlich weiter verstellbar sind. Gesetzlich ist es hier wichtig, dass das Halsband auf der Innenseite, also da, wo es enger wird, auf jeden Fall einen Stopp hat. Diesen hier kann ich auch verstellen als Knoten, ne? Das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt aber auch bewegliche Stops. Hier ist es halt wichtig, dass ihr wirklich einen Hund habt, der sich im Halsband wohlfühlt, der sich nicht versucht zu befreien. Denn bei diesen Schlupfhalsbändern kann das durchaus schneller passieren. Zumindest, wenn ihr das nicht gut angepasst habt. Hier sehen wir nochmal so ein Schlupfhalsband, das einen etwas anderen Stopp hat als den, den wir gerade hatten. Auch das kann sich minimal verstellen. Hier ist der Stopp durch einen Metallring realisiert. Auch das ist eigentlich ein völlig normales und schönes Schlupfhalsband. Diese Schlupfhalsbänder gibt es von verschiedenen Firmen. Hier haben wir jetzt ein etwas größeres von Hunter, ist das, glaube ich. Das ist so das Typische, was wir als Retrieverleine oder Retriever-Halsband kennen. Dieses Ding kann ich komplett einstellen, weil ich hier einen, im Vergleich zu den anderen, komplett verstellbaren Stopp habe. Jetzt fummel ich irgendwem das Ding groß, aber das ist egal. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, wenn die so ein bisschen älter sind. Zack. So, jetzt geht das nur bis dahin zu. Ja, ich kann den auch ganz nach hinten machen, dann geht es viel kleiner und so weiter und so fort. Die hier sind besser anpassbar, weil ich mehr Spielraum habe, als es hier der Fall war. Hier kann ich einfach nicht so viel machen. Retriever-Halsbänder, Schlupfhalsbänder, wie auch immer die heißen, sehr, sehr angenehme Geschichte für den Alltag, für später. Zum Training, egal in welchem Trainingsstadium ihr seid, würde ich immer ein gut sitzendes, frei anpassbares Halsband wählen. Wir haben jetzt verschiedene Halsbänder beleuchtet, verschiedene Materialien uns angeschaut. Da könnt ihr wählen, was euch am liebsten ist. Auch die Stoffhalsbänder, die halte ich einmal unter den Wasserhahn, sind die auch wieder sauber. Achtet darauf, dass die Verbindungen gut sind. Das heißt, lieber Metall als Plastik. Und wenn es nur Plastik gibt, dann wirklich stabiles Plastik. Achtet darauf, dass es so lange wie möglich einstellbar und verstellbar ist, damit es eurem Hund passt und mitwachsen kann. Für gewisse Hundetypen werdet ihr im Fressnapf kein gutes und passendes Halsband finden. Klassischerweise solche Windhundetypen mit sehr langen und schmalen Hälsen, die brauchen auch wirklich breitere und im Zweifel sogar gepolsterte Halsbänder. Dann müsst ihr auf Maßanfertigung zurückgreifen. Auch hier haben wir euch unten zwei, drei Links in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr mal schauen. Da gibt es meiner Meinung nach wirklich gute Artikel. Kommen wir zu guter Letzt auf Leinen zu sprechen. Und hier haben wir jetzt verschiedenste Leinen und einige davon sind sehr gut und einige davon sind meiner Meinung nach wirklich nicht gut. Hier habe ich mir jetzt einfach mal eine Leine von einem Hersteller geschnappt, den ich gar nicht kenne. Aber das heißt überhaupt nichts, das kann trotzdem ein sehr, sehr gutes Produkt sein. Es gibt zwei, drei Dinge, auf die ihr achten solltet. Erstens, niemals etwas, das nicht mit Metall ist, weil diese Karabiner sind die ersten Stellen, die kaputt gehen. Zweitens, die Karabiner sollten nicht Messing sein. Messing ist meiner Erfahrung nach einfach nicht so sonderlich stabil. Schaut, dass das insgesamt einen guten Eindruck macht, dass das insgesamt ein stabiler Karabiner ist. Und wenn ihr jetzt hier mal schaut, ist das eine Leine, das ist so eine ganz typische Leine, die ich in verschiedenen Längen einstellen kann. Dann kann ich den einen Karabiner wieder an den nächsten Ring machen und so weiter und so fort. So wird die Leine immer länger und länger. Dieses Feature bieten ganz viele Leinen an, egal aus welchem Stoff sie sind, egal aus welchem Material sie sind. Man kann sie verstellen und länger und länger und länger machen. Und soll ich euch was sagen? Das ist so unnötig. Ich finde, es gibt nichts Einfacheres, als eine Leine, lange Leine kürzer halten. Diese Leinen haben, sind wir wieder bei dem Thema Praxisnutzen. Das ist das, womit sie beworben werden. Haben den praktischen Nutzen, dass ich sie in verschiedenen Längen einstellen kann. Aber das wäre mir schon viel zu kompliziert, immer diesen hier zu machen und jetzt darf mein Hund länger. Ich kann auch einfach, wenn die Leine lang ist, das Ding kürzer halten. Das ist auch viel einfacher. Und hier habe ich das Problem, wenn ich das dann nämlich so mache und mein Hund vielleicht noch nicht so gut an der Leine laufen kann und an der Leine zieht, dass mir, wenn der Hund mir das durch die Leine zieht, diese Metalldinger richtig wehtun können. Weil die hauen mir an den Fingern, die ziehen sie mir durch die Gelenke. Das ist wirklich unangenehm. Also, hier braucht es für mich gar nicht diesen ganzen Klimbim dran, sondern nur das hier oben, nur den einen Karabiner. Eine weitere Variante einer verstellbaren oder ja, frei verstellbaren Leine ist diese hier. Oben ist ein stabiler Karabiner, Leder, dicke Leine, alles in Ordnung. Aber hier kommt dieser Teil, den ich wieder nicht notwendig finde. Man kann hier über dieses Metall die ganze Leine kürzer oder länger machen. Dann wird die Schlaufe halt länger und somit die Leine kürzer. So, jetzt ist sie halt einen kleinen Tacken kürzer.
Ich kann das Ganze auch wieder rückgängig machen. So. Dann ist sie wieder länger. Aber Hand aufs Herz, das ist doch viel zu kompliziert. Wenn ich die kürzer haben will, mache ich so. Dann ist sie kürzer. Insgesamt ist der Stoff und die Stabilität in dieser Leine sehr gut. Das ist von der Qualität in Ordnung. Ich finde wieder nur diesen Teil unnötig. Aber Geschmackssache. Das ist jetzt eine Leine, die knapp 2 Meter lang ist, nicht verstellbar ist. Finde ich vom Handling her nicht so gut. Ich zeige euch gleich, was mein Favorit ist und was ich besser finde. Aber ich kann halt diese Leine locker kürzer halten oder länger machen. Für mich ist nur hier das große Problem, dass sie insgesamt zu kurz ist. Kommen wir gleich zu. Jetzt möchte ich euch zeigen, mit welchen Leinen ich sehr gern arbeite. Und hier haben wir sehr, sehr viele davon in verschiedensten Varianten. Wir gehen auch mal auf die Beschaffenheit des Materials ein. Da unten habe ich noch eine gesehen. So, nehmen wir mal die drei raus. Schön unterschiedliche Farben, unterschiedliche Größen. Ich persönlich mag diese gummierten Gurtbandleinen sehr gerne. Wenn man mal schaut, ist jetzt hier nichts anderes dran, außer einer Schlaufe ohne Metall und Kram und vorne einem Karabiner. Die schöne Sache ist, dass diese Dinger sehr, sehr gut greifbar sind. Die sind sehr griffig durch dieses Gummi. Das kann natürlich auch zum Problem werden, wenn man das sich jetzt durch die Hand laufen lassen will. Dann ist das nicht ganz so günstig. Aber für das normale Training, für den normalen Alltag sind das sehr, sehr gute Leinen. Erstmal sind sie griffig, leicht zu reinigen. Zweitens, sie sind 3 Meter lang. Das ist meine bevorzugte Leinenlänge. Und es ist kein Klimbim dran, kein Nix. Selbst wenn mir die mal durch die Hand rutscht, breche ich mir nicht gleich die Finger. Hier seht ihr jetzt eine dünne Variante von Julius K9, die gibt es aber in verschiedenen Varianten, die lag da drin. Hier haben wir eine selbstgebaute Variante, auch hier ein bisschen breiter, ein bisschen mehr Gummi dran, aber stabiler Karabiner, einfache, stinknormale Schlaufe hinten, 3 Meter Länge, schöne Leine. Damit würde ich auch arbeiten können und das war da drin. Und hier haben wir jetzt eine von einem anderen Anbieter. Hier seht ihr den Karabiner. Der ist ein bisschen robuster. Das ist so ein 50 Kilo Karabiner. Während das hier, man sieht das vielleicht nebeneinander, dass sie schon ein klein wenig unterschiedlich sind. Der ist insgesamt ein bisschen kräftiger alles. Ja, das lässt sich auch schwerer ziehen. Das könnte auch ein 50 Kilo Karabiner sein, aber ja, wahrscheinlich ist der ja so die kleinere Variante, 30 bis 40 Kilo. Das ist ein richtig stabiler Karabiner. Schöne, lange Leine, 3 Meter, nur eine Schlaufe. Das sind die Leinen, die ich bevorzuge. Und das sind auch die Leinen, die wir in der Hundeschule benutzen und mit denen wir trainieren. Und mit dieser Leine kann ich im Alltag alles erreichen. Ich kann Leinenführigkeit trainieren, ich kann den Hund kurz halten, ich kann ihm viel Fläche geben, viel Bewegungsfreiheit geben. Der kann nach rechts und links vom Weg runter, um zu schnüffeln, ohne an der Leine zu ziehen. Denkt immer dran bei eurer Leine, je kürzer die ist, desto mehr muss euer Hund im Zweifel an der Leine ziehen. Oder desto häufiger hat er Situationen, in denen er an der Leine ziehen muss, um Dinge zu erreichen. Der Nachteil ist, die sind halt nicht frei verstellbar. Ich kann die nicht anpassen. Die haben ihre Länge. Da muss ich halt den Rest festhalten. Es gibt aber auch noch eine Mischung aus all dem, was wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Es gibt noch viele verschiedene Leinen, aber ja, das soll reichen. Hier haben wir zum Beispiel eine, die können wir nochmal kurz rannehmen. Das ist so eine, so eine Leine. Ja, die ist schön. Da ist vorne direkt das passende Halsband dazu. Aber da ist mir auch schon wieder viel zu viel Klimbim dran. Knoten hier, Metall da, wenn die mir durch die... Das tut weh. Das ist doch blöd. Und vor allem, diese Karabiner sind eine... Ja, die sind eine Geschmackssache. Die sind oder sollen fester sein. Die gehen nicht so schnell auf. Weil selbst wenn man da kurz dran zieht, sind die noch geschlossen. Die Karabiner sind eine gute Wahl. Aber ja, ich vertraue den normalen Karabinern ein bisschen mehr. Denn die hier sollen eigentlich dafür sorgen, dass sich die nicht von alleine öffnen können. Ich hatte aber auch schon schlecht gemachte, das hier ist jetzt wirklich gut gemachter Karabiner, wo es gereicht hat, dass der sich ein bisschen verdreht. Wenn das sich hier so ein bisschen verdreht, dann ist das quasi aufgesprungen und das ist rausgerutscht. Wenn ihr solche Karabiner mal seht, dann schaut, wie feste dieser Karabinermechanismus ist. Aber dadurch, dass das hier ineinander greift, sind die in der Regel ein bisschen sicherer. Es kann nicht so schnell aufgehen wie der Standardkarabiner. Trotzdem, hier ist mir viel zu viel Klimbim dran und die ist auch nur 2 Meter lang. Wäre nicht meine Leine. Zumindest nicht fürs Training und nicht für den Alltag. Es gibt noch Leinen, die sind gar nicht verstellbar. Die können wirklich nicht viel. Und das ist so eine Verbindung zwischen einem Schlupfhalsband und der Leine. Kennt der eine oder andere vielleicht als Retrieverleine. Das sind die, die wir hier in der Huta benutzen. Ne, wenn wir mal einen Hund, der nicht durch die Tür gehen will oder so, oder wenn wir einen Hund mal irgendwo aus der Gruppe rausführen müssen, dann brauchen wir halt Leinen. Die sind für uns einfach, zack, über den Kopf.
Christine mag diese Griffe, ich finde die voll ätzend. Und dann führen wir die einfach raus. Also das ist etwas, mit dem wir hier so ein bisschen arbeiten, aber das würde ich keinem empfehlen für den Alltag, weil das sind sehr billig gemachte Leinen. Also wir verschleißen die halt hier auch. Ne? Du beißt mal einen Hund rein, sind die kaputt. Wir haben ja 50 Hunde hier. Das heißt, die sind schnell mal, landen die mal im Müll. Das ist jetzt so ein 7- oder 8-Euro-Produkt. Für uns reicht das. Wir kaufen 10 Stück davon jedes Jahr und dann sind die Junge kaputt und dann kommen die weg. Kommen wir nochmal ganz kurz zu guter Letzt auf Beschaffenheit oder Bauweise, Material und Länge zu sprechen. Prinzipiell bin ich ein Freund von möglichst einfachen Leinen ohne Klimbim dran. Ein Karabiner, eine Schlaufe, fertig. Es gibt die Leinen auch ohne Schlaufe, dann kann ich mir selbst eine hinten reinmachen, indem ich Knoten reinmache. Habe ich eben auch eine Leine hier gesehen, aber vom Prinzip ist das alles, was ich brauche. Achtet darauf, dass da kein unnötiges Zeug da dran ist. Achtet darauf, dass sie einigermaßen griffig sind und nicht zu rutschig, aber auch nicht zu fest. Wenn der Gummianteil zu hoch ist, dann kann das in manchen Übungssituationen sehr, sehr schwer sein, damit vernünftig umzugehen. Für die Leinenführigkeit zum Beispiel empfehle ich diese 3-Meter-Leinen. Das ist einfach, die wiegen nichts. Diese Leine, obwohl sie viel länger ist, ist nur halb so schwer wie diese Leine. Das ist 2 Meter und ganz viel Klimbim. Schön gemacht, tolle Leine von mir aus, wenn man nicht arbeiten muss. Aber das hier ist zum Arbeiten viel besser. Das hier sind Trekking-Schuhe auf dem Laufband. Das sind Laufschuhe auf dem Laufband. Das passt einfach besser. Das ist einfacher, es ist leichter, vom Handling her auch viel angenehmer. So, das kommt weg, das kommt weg. Das Material ist Geschmackssache. Die einen schwören auf Biotane. Die nächste schwören auf Leder, wieder die nächsten nutzen gern Gurtband oder Stoff. Ich persönlich bevorzuge dieses gummierte Gurtband. Das kriegt ihr überall zu kaufen. Es gibt da viele Anbieter, ob ihr das jetzt vor Ort im Laden kauft oder ob ihr in den Fressnapf oder in den Zoo & Co. geht und wie diese Läden nicht alles heißen, findet ihr auf jeden Fall. Stoffleinen finde ich prinzipiell nicht so gut. Wenn ihr aber eine Stoffleine haben wollt, dann macht bitte folgenden Test, damit ihr wisst, ob das Material angenehm ist oder nicht. Das ist jetzt wieder so eine Kombileine mit Halsband vorne dran. Ihr nehmt einfach die Leine im Laden in die Hand, leicht fassen, nicht zu feste und zieht euch das mal 2-3 Mal durch die Hand. Wenn das schon wehtut und das hat jetzt richtig gebrutzelt, dann ist das keine angenehme Leine. Wenn die zu hart sind, dann tut das wirklich weh und verbrennt euch so ein bisschen die Finger. Das hängt hauptsächlich am Material. Bei Biotane ist es so, dass das ein bisschen besser griffig ist und wenn es trocken ist, ist es eine tolle Leine. Wenn es nass ist, können die mal ein bisschen glitschig werden. Dafür lassen sie sich aber leicht säubern. Das Problem bei Biotane ist, wenn sie nass sind, sind das super Leinen, weil sie leicht sauber zu machen sind. Wenn es trocken ist, habe ich aber einfach eine sehr, sehr schwere Leine in der Hand. Lederleinen gibt es verschiedenste. Hier haben wir auch nochmal eine ganz kurz aus Leder. Das ist so eine richtig alte Fettlederleine. Da schwören auch viele Leute drauf, weil sie griffig sind, weil sie gut sind. Beim Leder kommt es ganz viel auf die Qualität an. Aber das ist auch eine recht einfache Leine, da ist nichts dran. Die Knoten hat der Besitzer da wohl reingemacht, um irgendwas damit zu tun. Hätte ich nicht gemacht, aber manche schwören auch auf Leder. Von mir aus nehmt Leder, Gurtband, was auch immer, macht auf jeden Fall diesen Zugtest. Ja? Hier kann ich das zum Beispiel so oft machen, wie ich will. Das tut nicht weh. Das heißt, damit kann ich viel besser arbeiten und das tut mir nicht weh, wenn mein Hund eben vielleicht mal nicht leinenführig ist oder da in die Leine läuft. Zu guter Letzt die Länge. Eure Leine sollte nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang sein. Schaut bitte, dass ihr mindestens 2, lieber 3 Meter habt. Eine 5 Meter lange Leine ist im Alltag schon einen Tacken zu lang. 10 Meter ist eine Schleppleine, damit kann ich in freien Bereichen, auf dem Feld, auf der Wiese vielleicht arbeiten, aber für den Alltag ist das nicht das Richtige. Wer aber nur eine meterlange Leine hat, braucht sich nicht wundern, dass der Hund, wenn er da in den Baum oder Busch will, ein bisschen ziehen muss. Wie soll er denn auch sonst anders dahin kommen? Die Leinenlänge ist tatsächlich ein großes Problem, zum Beispiel für Leinenführigkeit. Wenn wir alle 100 Meter lange Leinen hätten, dann würde unser Hund selten an der Leine ziehen. Ist aber vom Handling her im Alltag echt ungünstig. 2, mindestens, wenn nicht sogar 3 Meter ist das, was ich empfehle. Zum Thema Leine noch eine Leine, die praktisch ist, aber im Training das allerletzte. Und ich finde sie auch im Alltag nicht so gut. Ich habe mir jetzt hier mal 2 Rollleinen oder Flitschleinen oder vielleicht kennt ihr es auch als Flexileine geholt. Flexileine ist eigentlich ein Begriff oder ein Firmenname, aber das Prinzip ist bei allen gleich. Da drin ist ein Band und das kann sich anpassen und ich kann es einstellen, wie ich es will. Diese Leinen sind toll, wenn ich einen Hund habe, den ich nicht ableinen kann, dem ich Freiraum geben will, der eine gewisse Grunderziehung hat. Für den Alltag, um lange spazieren zu gehen, sind die in Ordnung. Aber Hand aufs Herz, das ist super groß, das ist klobig, das ist unhandlich. In den falschen Situationen ist es locker, in den nächsten Situationen nicht.
Zum Training ist das hier gar nichts. Wirklich nicht zu empfehlen. Der Hund hat nie eine Ahnung, wie lang ist das Ding, wann kann ich laufen, wann nicht. Manche Hundetrainer sagen sogar, dass der leichte Zug über dieses Seil den Hund dazu verführt, mehr zu ziehen. Das glaube ich nicht, das halte ich für ein Gerücht. Aber fürs Training ist das nichts. Flexileinen sind wirklich nicht zu empfehlen. Die hier, seht ihr, ist eine kleine Leine mit einem dünnen Band. Das ist sogar noch ganz angenehm. Das hier ist eine große Leine mit einem größeren Band. Aber es gibt diese Flexileinen auch wirklich mit einem ganz, ganz dünnen, in Anführungsstrichen, ja, kordelbreiten, was ist das, Band? Ist fast eine Kordel. Und die haben tatsächlich einige Nachteile. Die können gefährlich sein. Wenn mir bei einem ängstlichen Hund das Ding hinfällt und aufschlägt und dann dem Hund hinterher rennt, dann kann das wirklich zu einem Problem führen. Hunde, die davor Panik kriegen und wegrennen und sie werden immer wieder von dem Ding verfolgt. Da gibt es Storys zu. Genauso wie die Tatsache, dass, je schlechter das zu sehen ist, hier geht das jetzt noch, je schlechter das zu sehen ist, desto eher hat sich das um die Beine oder um den Hund oder um den Nachbarn oder drum gewickelt. Und da kann es wirklich zu Einschneidungen, Verbrennungen und Verletzungen kommen. Flexileinen sind nur was für Hunde, die einen Ausbildungsstand haben, die nicht von der Leine dürfen, die älter sind. Für junge Hunde und in der Ausbildung ist das wirklich nichts. Nehmt die nicht. Und vor allem nicht, oh, ganz schlimm, vor allem nicht, nehmt nicht die Flexileinen, wo hier oben drauf noch die Taschenlampe ist, hier ist noch ein Halter hierfür und hier ist noch ein Kartenslot und dann kannst du noch dein Handy reinhängen. All das gibt es. Total unnötiger Mist, weil umso schwerer wird das Ding. Ihr habt einen 3 Kilo schweren Chihuahua und das Teil wiegt 6 Kilo. Was soll das denn? Also Flexileine kann ich absolut nicht empfehlen. Das soll mal alles gewesen sein zum Thema Halsband, Geschirr und Leinen. Wir haben hier einfach reingegriffen, das on the fly für euch gemacht. Ich hoffe, das vermittelt so ein bisschen, wie ich zu welchen Themen stehe und was ich empfehle. Vom Prinzip kann ich mit all diesen Hilfsmitteln ans Ziel kommen. Mit manchen schneller, mit manchen weniger schnell. Aber ich kann es mir heute auch einfach leicht machen. Und vor allem, weil wir in einer Wegwerfgesellschaft leben. Wir kaufen ein Halsband, eine Leine, gefällt uns nicht. Dann kaufen wir eine längere, eine kürzere. Und irgendwann haben wir 10 Leinen zu Hause. 9 davon spenden wir dem Tierschutz und bei denen sind die Lager voll damit. Nehmt eine einfache, leichte Leine. Mehr braucht's nicht. Genauso Halsband und Geschirr. Das war's für heute. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und postet doch mal unten drunter, welche Leinen, welche Halsbänder ihr benutzt. Und vielleicht habe ich ja etwas vergessen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.